Wir sind an der Kirche angekommen. Das Brautpaar sitzt natürlich noch im Wagen. Meine Mama macht Fotos. Die Rest der Familie ist auch da. Guck mal hier, das ist meine Oma. Die hat die geilste Jacke der Welt an. Ja, ansonsten wird es jetzt gleich ernst für die beiden. Du wirfst diesen Blick zu mir und ich fühle mich schon verführt. Wenn du sagst, dass du mich brauchst, hast du mein Herz schon berührt. Ich sehe, wie du dich bewegst, bin bedingungslos verliebt. Das erste Mal, dass ich sowas sehe, deshalb schreibe ich. Daniela, Frau Gottes, danke dich, nehme ich dich als meine Frau. Ich verspreche dir Treue, in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod entscheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Du bist der schönste Engel, den ich jemals sah. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist der schönste Engel, den ich jemals sah. Jeden Tag, den ich dich sehe, ist ein Tag voller Blühe. Jeden Tag, den ich dich sehe. Vor Gott ist eines, das fühle ich dich an als mein Mann. Ich verspreche dir die Treue in Gut und Böse. Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns beendet. Wir sind lieb, achten und alle Teile meines Lebens. Trag den Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen. So,
Das war der Tag. Wir bringen jetzt Oma nach Hause. Ja. Und die muss noch mit den Hunden rausgehen. Ja, ihre 12 Katzen. Und mit ihren 12 Katzen. Ne? Niemals. Ja, danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Genau. Wir sehen uns, keine Ahnung. Bald. Ach so, ja, genau. Ich werde jetzt, warte mal, kein Licht mehr. So. Montag gehe ich ins Krankenhaus. Also quasi das nächste Video, was ihr von uns sehen werdet, werde ich wahrscheinlich ziemlich kaputt aussehen, weil ich keine Luft bekomme und ganz schlecht singen kann damit, wegen so einer schiefen Nasenscheidewand, muss ich ins Krankenhaus und mich operieren lassen. Und ich guck mal, ich kann's auch für dich machen. Versuch die Operation. Ne? Mit dem Hammer. Ich fahr einfach über. Ja, ich versuche mal die Kamera irgendwie mitzunehmen. Und euch darf den ja? und euch diesen Vorgang zu dokumentieren. Sehr interessant. Ich habe das letztes Jahr schon mal machen müssen. Es hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Vor zwei Jahren. Und deswegen machen wir es jetzt nochmal. Schauen wir mal. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Ciao.